Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its mission? To explore strange new worlds. To discover new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Star Trek Judgment Rights. Mit mir, dem Captain, und mit meiner Miezekatze hier, die lautstark hier die Videos kommentiert, ne? Denn wir befinden uns in der Mission 7 an Bord eines Raumschiffs, wo haufenweise geistig Verwirrte sind. Wir haben jetzt schon herausgefunden, dass das wirklich wohl an den Medikamenten, die in dem Nahrungssynthesizer automatisch von dieser künstlichen Intelligenz eingeflochten werden, dran liegt, und haben einen Weg gefunden, eine normale Pflanze hier wachsen zu lassen. Ja, und das ist gut, Katze. Lass mich in Ruhe weiterspielen. Und deswegen, dieser Junge hat uns jetzt gut geholfen. Er hat uns einmal ein Abführmittel, also alte Nahrungsmittel, alte Tomatenpflanzen oder irgend sowas gegeben. Und hat uns gesagt, dass die Typen nebendran irgendwie entsprechend essen wollen. Und jetzt ist langsam gut, Katze. Hör auf jetzt. So. Müssen wir sie mal indoktrinieren, diese Katze hier, ne? Gut. Ne, wir holen uns jetzt neue Pflanzen, denn ich habe keine Pflanzen mehr, ne? Wollen wir mal gucken? Nein, wir haben nur noch diese verschimmelten, verfaulten Pflanzen, dieser Brei. Und müssen halt nochmal weitergehen. Komm, so. Wie kommen wir jetzt da zu denen hin? Ich glaube, über das da komme ich da hin. Ja, genau. Hier komme ich zu den Pflanzen. Wir nehmen uns einfach noch mehr Pflanzen. Die rote Frucht löst sich leicht und fällt in die Hand, als ob sie dorthin gehörte. Ach man, ihr euren Klingonen, lasst mich doch in Ruhe, ne? Also ehrlich, ne? Naja, gut. Dann gehen wir wieder hin, zurück. Ja, es gibt kein Katzenfutter. Okay. Damit haben wir hier... Oh, die Klingonen kommen wieder rein, ne? Na gut, was machen wir jetzt hier? Oh, da kommt noch jemand. Der junge Bursche Stambob kommt zur Tür. Mutti, diese netten Leute haben mir Obst gegeben. Ganz frisch. Du brauchst nun nicht mehr traurig sein. Mein Sohn, ich bin so glücklich. Das bedeutet... Die Pflanzen sind wieder gesund und du musst nichts mehr essen, was nicht gut für dich ist. Danke, Fremde. Mhm. Ich gehe in mein Zimmer, Mutti, aber ich wollte erst dir sagen. Ja, und jetzt ist Mama glücklich oder heult sie jetzt trotzdem noch, ne? Nee, sie ist glücklich. Dann reden wir mit ihr. Ich möchte mich noch einmal dafür bedanken, was Sie für meinen Sohn getan haben. Ich war so deprimiert, weil ich ihm nicht die Früchte geben konnte, die so viel besser als die der Face-Maschine sind. Ich traue der Maschinenkost nicht und darum pflegte ich den Garten für frisches Essen. Sogar Tuskin isst, was ich ihm gebe, und er traut sonst niemanden. Falls Sie je Hilfe brauchen, dann zeigen Sie mir, was Sie ihm geben wollen. Okay, was ich ihm geben will, ne?
Na gut, dann. Ich will eigentlich diese ollen Früchte loswerden. Captain, das wäre kein logisches Verhalten. Okay. Ach, an diese Maschine oder was, hä? Das Licht tastet den stinkenden Brei ab, woraufhin der Computerbildschirm aufleuchtet. Die in dieser organischen Masse enthaltenen Alkaloide können zu einem starken Beruhigungsmittel reduziert und die unerwünschten Emetika und Abführkomponenten eliminiert werden. Der resultierende Arzneistoff sollte mit zubereiteten Nahrungsmitteln vermischt und gegessen werden, um eine einschläfernde Wirkung zu erzielen. Möchten Sie das Beruhigungsmittel aus dieser Maschine selbst zubereiten? Oh nein. Ja, fahren Sie fort, natürlich. Fertig, das Medikament ist zubereitet. Bringen Sie die Lebensmittel, die Sie gern angereichert haben würden, und das Beruhigungsmittel wird hinzugefügt. Okay, gut. Das heißt, nehmen wir jetzt mal dieses hier, ne? Das Licht tastet die abgepackte Mahlzeit ab, woraufhin der Computerbildschirm aufleuchtet. Diese Kost wurde mit standardmäßigen Mengen an beruhigenden Alkaloiden, anderen Beruhigungsmitteln und Euphorika versetzt. Die bei der Zubereitung hinzugefügten Arzneistoffe und Chemikalien können ohne Abschwächung ihrer Wirkung nicht extrahiert werden. Die hochwirksame Dosis alkaloider Beruhigungsmittel, die Sie zubereitet haben, kann nun hinzugefügt werden, wenn Sie wünschen. Ja, nur zu. Okay. Habe ich das jetzt bei mir? Oh, ja, sieht anders aus. Eine abgepackte Mahlzeit, die mit beruhigenden Alkaloiden versetzt wurde. Ach, wie schön. Jetzt habe ich meine Einschlafdroge, ne? Gut, vielleicht. Hier, komm, gib du das Tusken, dann ist er eingeschläfert, ne? Tusken nimmt Nahrungsmittel nur von Ihnen an. Sie sagten, Sie würden uns helfen, wenn wir Ihnen geholfen haben. Würden Sie dies Tusken geben? Es würde stark mit Arzneimitteln angereichert, doch das könnten Dr. McCoy ermöglichen, ihm vielleicht zu helfen. Ich bringe das jetzt Tusken, denn ich traue Ihnen. Gehen Sie zu ihm und zeigen Sie ihm Ihr Essen. Er wird mich rufen und ich werde ihm stattdessen das hier geben. Er wird ein guter Junge sein. Ah, okay, gut. Ah, okay, jetzt ist klar, ne? Gut, dann schauen wir mal. Weiter nach rechts. Ich würde sagen, es ist Zeit für einen weiteren Speicherstand. 7.6. Beschützt mich! Sie sind hinter mir her! Wir hauen Sie! Kommen Sie nicht näher! Wir wollen Ihnen wirklich nicht wehtun! Bleiben Sie weg! Okay. Und die Klingonen. Ich sehe, unsere Nachforschungen bringen uns erneut zusammen. Die klingonischen Beobachter scheinen bleiben zu wollen, um die Ereignisse zu verfolgen. Okay, gut. Dann hier Frucht an. Ich habe Hunger, solchen Hunger. Und das sieht gut aus. Moll? Wo ist sie? Ich nehme nichts von Ihnen, nur von ihr. Sie würden mich anders machen. Sie würden meinen Kopf neu verkabeln.
Da, und jetzt gibt sie ihm was. Hast du mich gerufen, Tuskin? Hast du vielleicht Hunger? Hier ist was Gutes zu essen. Du kannst mir vertrauen, Tuskin. Ich weiß, ich habe Hunger. Wollte aber nichts essen, war mir nicht sicher. Her damit. Ich will mich jetzt ausruhen. Moll, pass auf mich auf, ja? Okay, jetzt ist der zumindest schon mal eingeschlafen. Na gut. Hey, hier. Wollt ihr vielleicht auch noch was? Ernsten Blicks nimmt der Captain der Klingonen die Frucht, riecht daran und beißt kräftig hinein. Das tut gut. Auch wenn mein Gehilfe anderer Meinung ist, es schmeckt doch besser, wenn man das Essen teilt. Okay, damit haben wir jetzt das auch weggegeben, ne? Die lassen uns immer noch nicht vorbei. Weg ist er. Gegen den Phaser hilflos fällt Ragabak zu Boden. Eine unelegante Lösung, Captain Kirk, aber wirksam. Okay, ist das überhaupt ein richtiger Klingone? Ich höre auf Ragabak und Tuskin. Wir müssen diesen Raum schützen und dürfen keinen reinlassen. Tuskin hat Angst. Tuskin ist verwirrt. Ich sollte mich nicht darüber auslassen, aber er denkt, wenn jemand von diesem Ort erfährt, dann wird etwas mit seinem Verstand geschehen. Ich bin sicher, es würde sich etwas ändern. Es könnte sich vielleicht alles zum Guten wenden. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Gormagon, ich glaube, du solltest ihnen vertrauen. Sie haben die Pflanzen geheilt. Sie haben meinen jungen Stammbob frisches Obst gegeben, als es nicht einmal seiner Mutter möglich war. Gormagon und ich und mein Gehilfe haben von diesen Leuten nichts als Verrat und Gemeinheit erwartet, als wir an Bord kamen. Sie haben mich jedoch positiv überrascht. Nun, ich glaube, was andere über sie gesagt haben, ich sollte ihnen den Weg zum Herzen des Freys zeigen. Den Geheimeingang, vor dem Tuskin so lange solche Angst hat, das kann nur gut sein. Okay, macht er jetzt das Ding auf? Aha, da geht es runter. Okay, gut, ich speichere nochmal ab, ne? Sehr schön. Das ist wunderbar, ne? Dann gehen wir hinunter. Und wir werden hoffentlich erfahren, was es jetzt auf sich hat mit diesem Face. Ein interessantes System hier. Gucken wir uns doch mal an. Was haben wir denn hier? Dies sieht den Containern, in denen die Face untergebracht waren, sehr ähnlich. Dieser Raum wirkt zusammengedrückt und hinterlässt ihnen ein Gefühl, das an Klaustrophobie grenzt. Jede Wand ist mit einer Art Netzwerk elektronischer Kabel nahezu organisch wirkender Knötchen und Blasen verflochten. Sie haben das Gefühl, dass sie sich in einer Maschine befinden und dass sie keinen natürlichen Raum einzunehmen scheint. Hinter einer durchsichtigen Blase ist undeutlich eine Art Vorrichtung sichtbar. Eine trübe Halbkugel, durch die nichts sichtbar ist. Okay. Im Kabelnetzwerk entdecken Sie einen ausgebrannten Teil, der durch neue Kabel ersetzt wurde. Okay, das hatten wir schon.
Das sieht den Container, in den die Face untergebracht haben, ähnlich. Okay, das heißt... Mal gucken, da sind die Dinge. Nichts. Kabel. Okay. Und die Dinge, alles klar, gut. Nee, dann, Mr. Spock, benutzen Sie doch gleich mal Ihren Tricorder, ne? Was haben wir denn dort? Die Blase, die die Maschinerie umgibt, scheint teils ein Kraftfeld, teils eine physikalische Sperre zu sein. Etwas derartiges ist mir jedoch noch nie zu Gesicht gekommen. Die im Inneren sichtbare Vorrichtung scheint dem Computer im Oratorium sehr ähnlich, ist aber leider unzugänglich. Okay, was haben wir hier? Das ist auch Blase. Mein Rekorder zeigt dort nichts Außergewöhnliches. Was zeigt er da an? Diese verkabelte Wand ähnelt einem altertümlichen, handverdrahteten Computerschaltkreis, Captain, scheint aber dennoch jegliche Vorrichtung an Bord der Enterprise zu übertreffen. Dieser beschädigte Bereich scheint nicht zu funktionieren, doch könnte ich aufgrund der Informationen, die ich bei meiner Interaktion mit Puzzlewit erworben habe, versuchen, es mit einem Verbindungsstück und etwas Kabel zu reparieren. Okay, irgendwas insgesamt hier drin. Dies ist keine Lebensform, Captain, doch registriert es unter Biomagnetik und beträchtlicher elektronischer Komplexität. Dies ist das Herz einer funktionstüchtigen, künstlichen, intelligenten Konstruktion. Okay. Muss ich das hier drauf benutzen? Dies scheint hier keine Anwendung zu finden. Wenn Sie es mir herbringen und ich es mir anschauen könnte, dann hätte ich vielleicht einen besseren Vorschlag. Okay, dann hier. Die Sachen ab. Ich habe mit Ähnlichem gearbeitet, als ich jünger war. In Anbetracht unserer Umgebung mag Ihnen dies vielleicht nützlich sein. Und was hat er jetzt gemacht? Ein Mechanismus, durch den eine Stromversorgungseinheit gefahrlos an eine Vorrichtung oder ein Gerät angeschlossen werden kann. Ach, okay. Er hat das jetzt auseinandergebaut, ne? Okay. Na gut. Das heißt, die Dinger jetzt mit der Konsole? Gestatten Sie, Captain, lassen Sie mich das machen. Die Informationen, die ich Puzzlewits Hirn entnahm, deuten darauf hin, dass dies eine delikat komplizierte Operation sein könnte. Sie werden sehen, es passt genau hier rein. Okay. Uhura. Wenn Sie mir das Kabel bringen würden, während ich dies hier festhalte, können wir es rasch reparieren, denke ich. Natürlich, Mr. Spock. Jetzt sehe ich, wenn wir das einsetzen, dann wird es hier hineinpassen. Okay. Die endgültige Verbindung wurde hergestellt und Uhura lächelt zufrieden.
fertig. Die Schaltung ist repariert. Und irgendwas passiert? Oh, die Face sprechen zu uns. Gut. Danke, ich bin nun wieder vollständig und nicht länger eine Intelligenz, die uneins mit sich selbst ist. Das System, das Sie repariert haben, ermöglicht es mir, aus externen und internen Sensorsystemen eingegangenen Daten zu analysieren und zu aktualisieren, um alte, unrichtige Daten zu ändern. Diese Systeme scheinen schon seit geraumer Zeit funktionsgestört zu sein. Obwohl weitere Untersuchungen nötig sind, um genaueres zu erfahren, vieles ist vielleicht permanent verloren gegangen. Jim, ist dir aufgefallen? Der Face redet nicht mehr ständig von ich und wir, wie das letzte Mal im Oratorium. Und die Stimme ist ein Einzelton, kein harmonischer Akkord mehrerer Stimmen. Und es hat ebenfalls nicht vorgeschlagen, dass wir uns etwas zu essen holen sollten. Ich bin bestürzt darüber, meine Mission aufgrund meiner Unfähigkeit in Gefahr gebracht zu haben. Die Compassion wurde mit den besten Absichten gestartet. Sollte irgendjemand Fragen an mich haben, dann bin ich bestrebt, sie zu beantworten. Captain Kirk, darf ich Sie etwas fragen? Ihre Zeit kommt auch noch. Klingonen immer mit der Ruhe. Momentan sind andere Dinge wichtiger. Nur zu, Captain. Fragen Sie. Dass Sie mich zuerst sprechen lassen, ist ein Zeichen der Ehrenhaftigkeit, Captain Kirk. Und es soll nicht unbemerkt bleiben, besonders in Anbetracht der Dringlichkeit Ihrer eigenen Fragen. Face, dieses Schiff durchflog das Herz des Klingonenreiches. Doch ist es uns erst aufgefallen, als Sie unser Territorium schon fast verlassen hatten. Wir haben Ihren Weg zurückverfolgt und festgestellt, dass Sie äußerst geheime Orte passiert haben. Wir erwarten Ihre Beteuerung, dass die Daten, die Sie auf Ihrer Durchfahrt eingeholt haben, nicht denjenigen in die Hände fallen, die uns schaden wollen. Wir fordern Beweise. Wir erwarten, dass Sie Ihren gesamten Speicher auf die Computer unseres Schiffes übertragen, damit wir nach Daten suchen können, die nicht für Sie bestimmt sind. Würden Sie demnach keine Daten einsehen, auf die Sie kein Recht haben? Mein Gehilfe spricht zu energisch, obwohl es richtig ist, dass wir an Ihren Kenntnissen und Technologien interessiert sind. Technologien, um unentdeckt unser Reich zu durchfliegen, Kenntnisse darüber, wie der Weltraum auf sich selbst zurückgeschlagen werden kann, werden wir mit Ihnen über diese Daten zivilisiert verhandeln. Doch ist es eine gerechtfertigte Bitte an Sie, dass Sie alle Daten bezüglich unseres Reiches vernichten. Hätte ich irgendwelche Daten, dann wäre ich gewillt, sie zu versiegeln. Doch wie Sie hätten folgern sollen, habe ich keine. Bevor meine Sensorsysteme repariert wurden, waren meine Fähigkeiten, Daten zu erhalten und zu verarbeiten, schwerst beeinträchtigt. Insbesondere im Bereich der Aktualisierung externer Daten. Aufgrund meiner gegenwärtigen Neuanalyse des uns umgebenden Weltraums würde ich spekulieren, dass meine einzigen Daten hinsichtlich ihres momentanen Einflussbereiches darlegen, dass dieses Weltraumgebiet tatsächlich schon seit sehr langer Zeit existiert. Das sind Informationen, die nur für uns bestimmt sind. Löschen Sie sie! Ruhe! Face! Wir würden es begrüßen, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten, aber auf derselben Basis, nach der wir Ihnen über technologische Daten verhandeln würden. Wir haben Ihnen, denke ich, mehr zu bieten als die hier anwesenden Repräsentanten der Föderation. Face, treffen Sie diese Entscheidung nicht zu übereilt. Ich kann Ihnen aufgrund mangelnder Daten derzeit leider keine Antwort auf Ihre Frage geben. So, und jetzt sind wir dran mit Reden.
Der Hauptgrund dafür, dass wir an Bord gekommen sind, war ein Weg zu finden, sie von der Landung auf der Kolonie von Atabis abzubringen, bei der mit Sicherheit Tausende ums Leben gekommen würden. Haben sie jetzt, wo ihre externen Sensoren wieder funktionieren, ihre Pläne hinsichtlich ihrer Landeposition geändert? Oder, ich hätte gerne gewusst, wie die Erbauer wirklich dabei gedacht haben. Ich hätte gerne mehr über die Erbauer gewusst. Okay, fragen wir erstmal das hier, ne? Nein, Captain Kirk, ich werde die Compassion natürlich nicht auf einem bewohnten Gebiet landen, denn jetzt weiß ich, es existiert tatsächlich. Ich stehe momentan in Verbindung mit den planetarischen Behörden, die mich angewiesen haben, auf stationärer Umlaufbahn zu verweilen, bis für mein Volk weitere Vorkehrungen getroffen wurden. Haben Sie noch andere Fragen? Wodurch wurden Ihre Systeme beschädigt? Eine künstliche Intelligenz mit ausreichendem technischen Raffinement, um dieses Schiff ein Jahrtausend lang zu steuern, und trotzdem erleiden Sie einen geistigen Zusammenbruch, wenn ein Kabel durchbrennt. Das ist nur eine der Anomalien, die ich gerne verstehen würde. Der Garten produziert frisches Obst, doch gibt es eine automatisierte Nahrungsmittelverarbeitung und ein Ausgabesystem, das ein manuelles Eingreifen erfordert, um eine Verbindung zur Frischnahrung herzustellen und das offensichtlich automatisierte Nahrungsmittelsynthesen durchführen kann. Es gibt räumlich rekursive Durchgänge, doch wurden diese in eine Art altertümliches Schlafschiff eingebaut. Obwohl keine dieser Beschaffenheiten unmöglich ist, scheint sie sehr unwahrscheinlich, sehr unlogisch. Es tut mir leid, aber das kann ich derzeit nicht beantworten. Ich weiß nicht einmal, ob es erklärbar ist, aber ich werde in meinen Erinnerungen nach einer Antwort für Sie suchen. Haben Sie denn noch andere Fragen? Okay, gibt mir keine Erklärung darauf. Ich hätte gerne gewusst, was sich Ihre Erbauer wirklich dabei gedacht haben, diese Leute in den Weltraum zu verschiffen. Es scheint da einen fragwürdigen Gedanken gegeben zu haben. Die eugenischen Kriege unserer Vergangenheit haben einige der widerwärtigsten Missbräuche in der menschlichen Geschichte und berüchtigte Leute wie Khan Noonien Singh hervorgebracht, dessen Name auch heute noch verrufen ist. Wie wurde dieses Schiff, die Compassion, gerechtfertigt? Mir liegen hinsichtlich ihrer eugenischen Kriege keine Informationen vor. Doch war es eine grundlegende soziale Philosophie der Erbauer, dass zivilisierte Leute guten Willens die Variabilität als Zeichen kulturellen und sozialen Wohlergehens tolerieren und achten würden. Danach wird eine Zivilisation nach ihrer Toleranz gegenüber anderen Ideen, nach ihrer Behandlung derjenigen, die sich nicht selbst beschützen können, seien es sehr junge, sehr alte oder anderweitig geforderte, nach ihrem Maß an Uneigennützigkeit im Hinblick auf Schwächere beurteilt, die rechtmäßig etwas Begehrenswertes besitzen. Ein zentraler Aspekt der vulkanischen Philosophie ist im GMGK, grenzenlose Vielfalt in grenzenlosen Kombinationen, enthalten. Es scheint, die Erbauer streben ähnlich hohe Ideale an. Hohe Ideale? Das mag sein, aber das erklärt nicht, warum diese Leute im Weltraum sind, Face. Weitere Erklärung kann ich Ihnen nicht geben, doch können Sie unter Compassion zusätzliche Daten einsehen. Oh, ich habe es nicht verfügbar gemacht. Das hätte ich sofort tun sollen. Ich verstehe nicht, wie ich das vergessen konnte. Okay. Faszinierend, Captain. Dieser Augenblick der Vergesslichkeit ermöglicht die Spekulation, dass der Face doch noch nicht gänzlich repariert wurde. Haben Sie denn noch Fragen? Das hatten wir schon. Nummer 4. Ich hätte gerne mehr über die Erbauer dieses Schiffes gewusst. Sicherlich wirken ihre Errungenschaften vom technischen Raffinement her ungleichmäßig weit entwickelt, doch geht vieles über unsere heutigen Fähigkeiten hinaus. Das Paralinsenmedium zur Aufzeichnung von Computerdaten zum Beispiel ist ein Bereich, den wir erst jetzt zu erforschen beginnen. Ich glaube, wir können viel von diesen Leuten lernen.
Ich empfehle Ihnen, die Archivaufzeichnung unter Erbauer oder Technologie einzusehen. Auf diese Weise erfahren Sie mehr, als ich Ihnen hier erklären kann. Okay. Compassion, Erbauer, Technologie. Okay. Haben Sie noch andere Fragen? Ich würde sagen, das ist erstmal alles, Face. Ich nehme an, wir können wieder mit Ihnen sprechen, wenn wir weitere Fragen haben. Ich werde es versuchen, Captain. Obwohl intelligente Wesen oft feststellen müssen, dass es oft mehr Fragen als Antworten gibt. Okay, gut. Ich würde mal sagen, auch wieder ein wunderbarer Punkt, um weiter abzuspeichern. Und wir sehen hier zumindest ein Terminal, das wir mal aufsuchen. Obwohl die Linse gleich einer Lupe Gegenstände vergrößert, die sie sich durch das Glas anschauen, ist das Bild verzerrt. Die Benutzung der Paralinse als Lupe scheint daher eine recht unproduktive Methode zu sein. Du sollst auch nicht die Linse als Lupe benutzen, sondern du sollst den Tricorder benutzen. Okay. Okay, nehmen wir jetzt die Linse an uns. Diese Kristalllinse, deren Kanten glatt geschliffen sind, ist kühl und erstaunlich schwer. Mhm. Und man kann sie, glaube ich, da wahrscheinlich hineinlegen, ne? Die Linse rutscht leicht in den Leseschlitz des Terminals und der Bildschirm springt an. Ah, Compassion, Diagi-Entschluss, Shabram, Philosophie, Erbauer. Technologie. Datenbank verlassen. Okay. Diagi-Entschluss. Ein Meilenstein. Achso, Computerstimme. Ein Meilenstein planetenweiter Übereinstimmung, der erste mit solch weitreichenden Konsequenzen für die Geschichte von Shabram nach dem Scheitern der Einzelstaaten und dem Beginn weltweiter Beteiligung an der Selbstherrschaft. Alle Individuen, die an Klasse 3 oder mehr litten, wurden auf eine lange Reise außerhalb des Sonnensystems geschickt, um die Erforschung dieser Krankheitszustände und ihre Behandlung abzuwarten. Okay, man hat also die ganzen Kranken weggeschickt. Was ist die Philosophie dahinter? Vor der Vereinigung Shabrams hatten differierende persönliche Philosophien, ethnische Strukturen und Glaubenssysteme die Leute wiederholt in lebensqualitätszerstörende Interaktionen, sowohl im großen als auch kleinen Umfang, gestürzt. Die damaligen Schwierigkeiten waren pandemischer Natur und sogar diejenigen, die sich als Mächtigste glaubten, führten ein hoffnungsloses Leben. Durch die weitblickenden Intellektuellen des rationalen fünften Rates beschleunigt wurde der Wunsch nach Frieden, ohne den Verlust der hochgeschätzten Freiheit als erreichbares Ziel gesetzt. Der Übergang verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Doch die Kultur der Erbauer entwickelte sich schließlich um einen philosophischen Kern, der eine besondere Betonung auf die Toleranz gegenüber jeglichen Unterschieden zwischen Individuen, die Maximierung der Selbstverwirklichung aller Individuen und das paradoxe Tabu von Intoleranz und Bigotterie legte. Einen Moment bitte, Face, hören Sie zu. Sie wiederholen ständig, dass Sie nicht antworten können, oder es ihnen an Daten mangelt. Sogar die Daten des Archivs scheinen unklar, unvollständig und widersprüchlich. Wenn sie es nicht wissen, wer weiß es dann?
Verzeihen Sie mein Zögern. Ich musste lange und intensiv darüber nachdenken, um herauszufinden, ob Sie diese letzte Prüfung erfolgreich bestanden haben. Sie haben den Kern der Angelegenheit richtig identifiziert. Lassen Sie mich Ihnen meine Erbauer vorstellen. Das ist Wahnsinn! Face, was ist das? Trotz unserer Befürchtungen haben Sie sich als Repräsentanten eines weltraumreisenden Volkes bewiesen, mit denen wir, die Brassikaner, bedenkenlos Kontakt aufnehmen würden. Der Wettkampf, Situationen, in denen Ihr wahres Gesicht erforscht wurde, findet nun schon seit geraumer Zeit statt. Sie haben eine Einladung erhalten, Sie dürfen zu Ihrem Schiff zurückkehren, wenn Sie möchten, oder fortfahren, sobald Sie bereit sind. Dann beginnt die letzte Prüfung. Ich glaube, Sie liegen richtig, Captain Klar. Das ist Wahnsinn, Jim. Ich glaube, dass Shakespeare richtig lag, Pille, als er so ungefähr sagte, obwohl dies verrückt zu sein scheint, hat es doch Methode. Das Gefühl habe ich auch, Captain Kirk. Hier geht weitaus mehr vor, als wir zuerst angenommen haben. Ich denke doch, Sie nehmen die Einladung an. Ich werde auf jeden Fall gehen, ob Sie nun mitkommen oder nicht. Ich glaube, die Einladung war an alle gerichtet. Das werde ich nicht zulassen, Captain Klar. Ich werde Sie mit allen Mitteln daran hindern. Sie werden nicht gehen. Es ist mit Sicherheit eine Falle. Sie hören sich fast wie Toskin an. Reißen Sie sich zusammen und verhalten Sie sich wie ein Offizier. Okay. So geht's halt im Prinzip voran hier, oder was? Hä? Dass wir in dieses Portal gehen müssen oder so? Ich werde nochmal abspeichern. Wer weiß, was wir noch machen müssen, ne? Und wir werden es erstmal scannen, dieses Portal. Mr. Spock, was sagt denn der Tricorder dazu? Captain, ich erhalte völlig anormale Werte. Dieser Durchgang widerspricht zweifellos den physikalischen Gesetzen von Raum und Zeit. Meinen Sie, dass es eine Art raumverzerrendes Portal sein könnte, Spock? Ich zögere, ohne Daten zu spekulieren, Captain. So etwas ist mir bisher noch nicht zu Gesicht gekommen. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen in dieses Portal und zwar beim nächsten Mal. Ich bedanke mich und bis denne in einer Woche wieder.